Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Craft Attack. Wie irgendwie die letzten Folgen immer geht es hier gar nicht so arg um Craft Attack, sondern eigentlich um das, was ich euch erzählen zu haben tue. Aber im Gegensatz zu den letzten Folgen ist das mal wieder eine Live-Folge, wo ich alles so nebenher erzähle. Also viel Spaß! Ja, und damit willkommen zurück nach dem Intro, mein Standardsatz. Ihr kennt das. Da drüben haben wir die Toilette. Ich glaube, da ist aber derjenige, war das nicht ein Mülleimer mal? Ach, ich weiß nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall sind wir wieder hier live in der Welt. Ich habe ja so ein bisschen im Zeitraffer das letzte Mal gebaut und so. Und weil in letzter Zeit so viel passiert ist, habe ich gedacht, dass ich jetzt einmal im Monat dieses Jahr, und das halte ich, glaube ich, auch durch, dass ich jetzt diesen Monat, dieses Jahr nochmal, dass ich dieses Jahr jetzt immer einmal im Monat ein Video mache, in dem ich so den letzten Monat zusammenfasse. Wenn ihr auf meinen Kanal geht, dann werdet ihr da auch als allererste Playlist eine Playlist sehen, wo so die besten 6 Videos, glaube ich, des Monats drin waren, denn im Januar, und das kann man auf jeden Fall hier am Anfang schon mal festhalten, ist unglaublich viel passiert. Viel, 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 viel mehr als das, was ich eigentlich... Ach komm schon, Junge, lang dauert es doch nicht mehr. Viel, viel mehr, als ich eigentlich gedacht hätte, was da passiert. Ich möchte einfach mal, wir gehen vielleicht chronologisch durch. Also, wo hat es aufgehört? Letztes Jahr habe ich dann noch so ein paar Videos hochgeladen und dann Neujahr und so weiter, Vorsätze und was weiß ich was. Ein Vorsatz von mir war zum Beispiel, mehr schlafen zu gehen. Ich hatte letzte Nacht 6 Stunden, vorletzte Nacht hatte ich 6 Stunden Schlaf, diese hier 4,5. Das heißt, es funktioniert hervorragend mit diesem früher schlafen gehen. Wir können sogar schon abernten. Das ist ja richtig smexy sexy. Ich muss nur eine Sache machen. Nehmen wir von mir aus die hier, das ist total egal. Ja, also, wie hat das Ganze angefangen? Erstmal meine 2 Jahresrückblick-Videos, beziehungsweise gerecht gesagt mein Jahresrückblick-Video und mein Jahresvorausblick-Video. Denn das erste Vorausblick-Video, ich mache jetzt hier einfach so einen offenen, einfach zack. Das funktioniert sogar, wie geil ist das? Ich wusste gar nicht, dass sie sich verbinden können. Cool. Mein Jahresvorausblick-Video. Ihr erinnert euch, dass ich so erzählt habe, was ich dieses Jahr alles machen will, dass ich zusammengefasst habe, dass 2014 definitiv nicht mein Jahr war, dass 2014 eher vorbereitend war, dass ich da viel gelernt habe, mich in vielen Bereichen verbessert habe, einfach besser geworden bin bei vielen Sachen, die elementar sind und die ich somit 2015 erst, also 2015 wollte ich so richtig anfangen. Das ist so mein Fazit zu gewesen von 2014. Um es kurz zusammenzufassen. Und dann mein Jahresvorausblick, wo ich viel erzählt habe, ja, was will ich eigentlich alles so dieses Jahr machen? Und wie soll ich das ausdrücken? Es war ein voller Erfolg bis jetzt, oder? Also der erste Monat jetzt hier. Ich kann das nicht ganz fassen, was da alles passiert ist, weil das so unreal ist, weil so viel passiert ist. Ich kann übrigens mit dieser Schaufel hier nur äußerst schwer den Weg bauen, weil unglaublich viel passiert ist im Januar. Was ist denn das erste gewesen? Genau, das Video mit Ungespielt ist, glaube ich, das erste. Nee, es fängt davor an. Chunkylands, natürlich. Chunkylands, neues Let's Play, neue Art, viel professioneller nochmal. Einfach um was Neues mal auszuprobieren. Am Anfang super krasser Erfolg mit diesem Projekt. Alle haben es gefeiert. Wirklich geil, Leute wieder da. Skate Let's Play wieder zurück, so in etwa. Unglaublich aufwendig, das zu machen, weil ich damals noch anders aufgenommen habe, damals vor 4 Wochen. das war letztlich, so könnte man zusammenfassen, das war Chunkylands am Anfang. Dann, spontanerweise, ohne dass es beabsichtigt war, ein Video mit Simon aka Ungespielt, was ich so gar nicht auf dem Plan hatte. Er hat mich einfach angeschrieben, nachdem ich ihn mal in Varo wegen was gefragt hatte, so, ob ich Bock hätte, einfach mal wieder was aufzunehmen. Und da ich lustigerweise zur gleichen Zeit, oder irgendwie eine Woche später, wollte ich ihn mal anschreiben, weil ich dieses Longboard-Skateboard-Video, was so gut ankam, weil ich das schon länger geplant hatte, hat es sich perfekt ergeben. Wir haben dann eine schöne Runde Jump League aufgenommen und das natürlich wahrscheinlich herausstechendere auf meinem Kanal. Wir haben dann dieses Skate- und Longboard-Video aufgenommen, was ich einfach super glücklich bin, dass es das gibt, weil ich auch von den Rückmeldungen jetzt schon gesehen habe, dass hat wirklich vielen Leuten weitergeholfen. Das ist toll, weil genau dafür ist es da. Dieses Video ist super gut angekommen. Ich habe weit über 1000 Kommentare drunter, glaube ich. Viele mit Cola-Dose. Das ist, können wir übrigens nicht mal als Codewort jetzt verwenden. Das ist irgendwie jetzt... Der Zug ist abgefahren. Ich habe keinen beschissenen
Müssen wir eben ein bisschen farmen gehen. Farmen gehen, wo ich doch jetzt zugebaut habe. Das könnte sich jetzt ein Problem herausstellen. Wir finden aber irgendwo unseren Kies, den wir noch brauchen. Irgendwo werden wir Kies finden. Ich wollte gerade hier aus dem Boden Kies rausnehmen, fast. Also dieses Video einfach wunderbar. Das erste Highlight auf jeden Fall. Übrigens auch hallo an alle Zuschauer, die mich daher kennen. Weil auch wenn das in dem Fall nebensächlich ist, weil ich wirklich so hyped bin über das tolle Video, dass das so gut geklappt hat, habe ich auch ein paar Zuschauer hoffentlich oder zumindest ein paar Abonnenten dadurch gewonnen. Ja? Ob das jetzt auch wirklich Zuschauer sind, das hängt jetzt von euch ab. Also zumindest ein paar neue Abonnenten. Hallo ihr. Ja, und dann ging es gerade krass weiter. Chunky Land ist irgendwie so ein bisschen müder geworden. Ja, und dann hat mich Basti angeschrieben. So, hey, es gibt da so ein Projekt Shine. Und ich so, hey, kannst du mich da reinholen? Und er so, probieren wir mal. Weil ich Shine, so vom Namen hat mir es noch was gesagt. Und ich wollte halt rein wegen den Leuten. So Modpack, okay, nehme ich mit. Aber ich wollte eigentlich was mit den Leuten machen. Und dann hat sich herausgestellt, dass das Modpack so super geil ist dazu. Und Shine, am Anfang nicht so der Burner, aber dann auch richtig cool. Ich mit einer Aufnahmemethode. Hier war doch irgendwann mal so ein beschissener Höhleneingang, oder? Ich suche den gerade. Ich mit anderer Aufnahmemethode. Das Ganze nochmal wesentlich cooler. Von Farben und Stimme. Eine komplett neue Stimmbandnachbearbeitung, was ich vielleicht einmal im Jahr mache oder so. Also auch wichtig. Eine wesentlich bessere Stimmnachbearbeitung, muss man auch mal hier dazu sagen. Eine wesentlich besser angepasste Stimme. Heilige. Motherfucking shit. Das sieht einfach alles viel, viel geiler aus, wenn du noch einen Shader drin hast. Ja, solange du nicht in den Tod fällst, jedenfalls. Ja, aber was ihr hier habt, das juckt mich nicht. Ich suche nur einen einzigen Rohstoff. Wenn du es mal findest, findest du es nicht. Suchst, dann findest du es nicht, ne? Hier wird doch noch irgendwo ein bisschen Kies sein. Na gut, dann erzählen wir eben erstmal weiter. Also eine neue Stimmnachbearbeitung. War mal wieder in der Zeit, würde ich mal sagen. Ist hier noch irgendwas? Krass. Was es hier alles gibt. Da ist übrigens auch endlich mal unser verlangter. Super. Wahnsinnig viel. Ey. Dafür bin ich jetzt hier runtergekommen oder was? Irgendwo ist hier auf jeden Fall noch ein Skelett, aber das ist nicht das, was ich suche. Komm schon. Bin ich jetzt irgendwie. Ach, cool, Eisen. Das nehme ich natürlich mit. Alter, ich bin so heftig equipped, ne? Wie ich hier einfach durchrase mit der Spitzhacke. Was ist denn das? Effizienz 5. Oh, ich bin aber eine geile Sau. Ich weiß gar nicht, was ich für heftigen Kram ich hier drin habe, weil ich hier schon so lange nicht mehr gefarmt habe, wirklich. Ich bin ja immer nur am Bauen momentan. Was für eine Eisenader. Die hat niemand gesehen? Selber schuld. So, jetzt haben wir aber alles. Sehr gut. Also, Stimmnachbearbeitung verbessert, allgemein Qualität verbessert. Spürbar, wirklich. Guckt euch einfach mal Folge 4 und danach Folge 5 oder Folge 5 und Folge 6 oder irgendwie so von Chunky Lands an, dann sieht man, wo sich die Sachen verändert haben. Geil, Alter. Und hier war niemand? Ihr seid gerade selber schuld. Also das verbessert und dann auch wieder mehr Videos. Weißt du, ich, Dezember, so halbwegs toter Kanal, hin und wieder ein Video, wollte mit YouTube eigentlich nicht mehr so extrem irgendwie was machen. Wie viel Kohle ist das, euer Ernst? Welcher Shader ist das eigentlich? So sieht Shoka aus. Den ich bearbeitet habe, der sieht aber ziemlich geil gerade aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Wegen den Lichtbugs hier hat es irgendwie einen ganz besonderen Stil. Weiß ich finde hier alles, ne? Ich bin nicht für das Eisen hierher gekommen, aber ich finde einfach Eisen ohne Ende. Ich glaube, das Spiel mobbt mich gerade ein bisschen. Vor allem, weil ich Eisen eigentlich nicht brauche. Das nur der Vollständigkeit halber mitnehmen. Hier ist Erde nur. Egal, also wir erzählen weiter. Was ist dann gekommen? Mehr Videos, Shine, wieder richtig abgegangen. Nochmal ein paar Zuschauer gewonnen, aber vor allem so viel Spaß an dem Ding gehabt. Und gleichzeitig auch dieses andere Video, das vielleicht ein bisschen so als Highlight herausstechen könnte. Habe ich noch irgendwo Eisen vergessen? Ach, keine Ahnung. Wo noch ein bisschen als Highlight herausstechen könnte. Wo einfach irgendwie gefühlt irgendwie jeder meiner Zuschauer oder so geguckt hat. Das ist ja abgegangen wie Schnitzel, ey. Das konnte ich gar nicht fassen. Danke dafür an der Stelle nochmal, dass so viele Leute dann aktiv da waren, als es um was ging. Und das Feedback und alles mir viel weitergeholfen. Und ja, so haben wir quasi den Januar jetzt hier durch.
Wie gesagt, auf meinem Kanal findet ihr nochmal das Ganze in einer Playlist quasi zusammengefasst, so die besten Videos. Zum Beispiel, was auch im Januar passiert ist, dass ich recht viel... Ah, guck mal, dafür bin ich doch da. Boah, ist das toll. Gleich alles mitnehmen. Dass ich recht viel so an sich verbessert habe, zum Beispiel an die Thumbnails, dass ich jetzt, 3D-Animieren sehr viel mache und so. Das hat sich zum Beispiel stark verbessert. Es hat sich viel getan, so. Viele Sachen, wo man sagen kann, wow, definitiv cool. Und vor allem ist mein Kanal einfach mal abgegangen. Also diesen Monat die Aufrufe, so viel Aufrufe hatte ich das letzte Mal beim Megaprojekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, dass es mich jucken würde, ich sag's nochmal dazu. Immer wenn man von Zahlen spricht, muss man irgendwie explizit erwähnen, dass einem das nicht so wichtig ist wie der Rest, irgendwie, habe ich das Gefühl. Weil ansonsten wird man gleich wieder als klickgeiler YouTuber oder so abgestempelt, habe ich das Gefühl. Weiß ich nicht. So, hier kommt man wieder raus, das finde ich sehr schön, weil ich würde nämlich jetzt gerne wieder raus. Gravel, Cobblestone. Wir könnten uns eher mit... Wir haben gerade einfach so, und das packe ich gerade nicht an der Stelle, wir haben einfach so, ohne dass wir es gewollt hätten, haben wir gerade einfach mal einen Stack Eisen mitgenommen. Einfach so, beim Durchgehen so. Das war nicht mal meine Absicht, als ich hier reingekommen bin. Na gut, nehme ich mit, kein Problem. Ja, also das war mein Januar, ein unglaublich erfolgreicher Monat. Also wenn 2015 so läuft, wie hier der Januar... Dann wird ja 2015 mein bestes Jahr. Vor allem auch von der Motivation und dem Spaß, ey. Ich habe wieder so viel für YouTube gemacht. Es hat mich so motiviert wieder alles. Das war wirklich... Ich bin halt jemand, wenn er keinen Bock hat, dann kriegt er sich... Dann mache ich halt auch nichts. Was weiß ich, so wie die letzten Monate von 2014. Da hatte ich halt keinen Bock auf Let's Plays und wollte was anderes machen. Sieht übrigens geil aus, meine Insel. Wollte ich nur mal gesagt haben. Auf HD nicht, Full HD nicht so, weil das keine so hohe Auflösung ist. Aber auf meinem großen Bildschirm kann ich euch versichern, ich sollte nicht mit dem großen Bildschirm angehen, aber... Hä? Keine Ahnung. Es ist hier ein bisschen dunkel, ich habe Angst. Hilfe, Hilfe, Monster. Huch, 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 huch. Okay. Ja, also das war der Januar und vielleicht jetzt am Ende des Videos möchte ich noch schnell ein bisschen vorausblicken auf den Februar, denn der Februar wird anders laufen als der Januar. Erstmal, was geht denn projekttechnisch ab? Ich möchte im Februar vielleicht es sogar schaffen, Chuck Lens zu beenden, weil da nicht mehr so viel ist und so. Dann möchte ich gerne, wenn ich mir gerade so meinen Plan, meinen mentalen angucke, in Shine, also Shine möchte ich wirklich täglich bringen und auch im Idealfall also wirklich meine maximale Zeit in Shine verbringen, weil mir Shine so viel Spaß macht momentan. Und nachdem ich euch mal ein bisschen aufgerüttelt habe, sage ich mal, scheint es mir auch, dass viele Leute auch Spaß dran gefunden haben, was mich sehr freut. Und das ist also Shine. Und dann gibt es natürlich noch Craft Attack. Craft Attack weiß ich nicht, ob ich so viel noch machen werde. Weil es ist irgendwie so, ja, Craft Attack ist so ein bisschen eingeschlafen. Ich meine, ich nutze Craft Attack an der Stelle eigentlich sehr gern, um über etwas zu reden, so. Oder ich möchte auf jeden Fall meine Insel fertig machen und so. Also es ist hier noch nicht zu Ende. So, aber willkommen zurück nach dem Cut. Ja, ich habe hier gerade was gesagt, was ich nicht sagen wollte, weil das zu viel Spoiler wäre. Also Februar, es werden nicht ganz so viele Videos kommen, weil es ist auch für mich Klausurzeit und das bedeutet... Dachte ich gerade, da kommt ein Dweller raus. So geschädigt bin ich also schon. Das ist für mich Klausurzeit, das heißt, ich habe auch an sich sehr viel zu tun. Ich werde auf jeden Fall versuchen, mindestens ein Video pro Tag zu bringen. Das ist ein Ziel, das man auf jeden Fall halten kann, finde ich. Aber wie viel mehr wirklich passieren wird, ich hoffe, dass ich mit einem Video pro Tag hinkomme. Wie gesagt, es wird sehr viel Shine kommen. Wer mit Shine sich nicht anfreunden kann, der wird, glaube ich, definitiv ein Problem haben. Im Februar. Aber so ist es dann nun mal. Craft Attack, wie gesagt, hier noch fertig spielen. Ich möchte auch mal ein bisschen andere Prios setzen, ganz im Ernst. Ich habe jetzt sehr, sehr viel YouTube gemacht, viel mehr, als ich eigentlich machen wollte. Ich habe jetzt aber heute noch mehr optimiert an meiner Art, Videos zu aufzunehmen und zu schneiden. Das heißt, ich werde noch weniger Zeit dafür brauchen. Das ist sehr gut. Und ja, ich gucke einfach, dass ich das hinbekomme. Ich arbeite momentan, aber da gibt es die Software leider noch nicht dafür, an einer Methode, wo ich so easy aufnehmen könnte, dass ich bei gleichbleibender Qualität
5 Videos am Tag raushauen könnte oder so, ohne Probleme. Werde ich natürlich machen, weil das kann sich kein Schwein angucken. Aber nur so als Ansatz. Ich bin momentan noch am Rumüberlegen und am Optimieren und so. Ich glaube nicht, was ich gerade angemerkt habe, dass das irgendwann funktionieren wird, aber man weiß es ja nicht. Ja, Februar, wie gesagt, etwas ruhiger als der Januar auf jeden Fall. Aber es werden trotzdem coole Sachen kommen, da bin ich mir sicher. Und etwas ruhiger, im Gegensatz zu diesem Hammermonat, ist ja immer noch relativ aktiv. Also macht euch da nicht ins Hemd. Da wird auf jeden Fall viel Action am Start sein, auf die ich mich extrem freue. Gibt's sonst noch irgendetwas zu sagen? Jetzt, wo ich gerade noch ganz hübsch am Schluss mein Inventar hier ausräume und ein bisschen versuche, irgendwie Ordnung in diese ganze Geschichte hier reinzubekommen. Ich glaube nicht. Ich denke, ich habe recht eindrücklich, nicht recht eindrücklich, aber ganz okay zusammengefasst, was so der letzte Monat war, was der nächste Monat wird. Also Erfolge, die ich im Jahr Februar feiern möchte. Ich glaube, das ist jetzt der interessanteste Part fürs Video, weil ich jetzt hier ganz am Schluss für diejenigen Leute, die ganz lange zugucken, die kriegen jetzt ein bisschen einen Bonus dafür. Und zwar kann ich mal sagen, welche Videos im Februar auf jeden Fall kommen werden. Ich werde meinen Mod vorstellen, den ich momentan am Programmieren bin, jetzt zweimal neu angefangen habe und jetzt so weit bin, dass ich, glaube ich, diese Version dann irgendwann auch mal veröffentlichen kann. Der wird allerdings noch nicht veröffentlicht, er wird nur vorgestellt. Dann werde ich im Februar eventuell meine Shader-Arbeit vorstellen, das könnte aber noch März werden. Tendenziell wird es eher März werden. Dann werde ich im Februar eventuell, gucken wir mal. Und ich werde im Februar, was werde ich noch im Februar? Noch irgendwas Cooles? Ich gucke gerade auf meinen Plan. Ich hatte noch mehrere Sachen, die ich sagen wollte im Februar. Ich werde in Craft Attack mein Kram hier auf jeden Fall fertig bauen. Das wollte ich, glaube ich, noch sagen. Und ich werde vielleicht auch Chunky Lands schaffen zu beenden. Da bin ich mir allerdings nicht sicher. Ja, aber ich würde sagen, damit verlasse ich euch wieder. Oder ihr verlasst mich. Könnte man jetzt sagen, wie man will. Wir haben jetzt so ein bisschen Echo-Disco hier. Kann das vielleicht mal sich beruhigen. Sehr lustiger Effekt, ne? Ist die 1.8, ist noch ordentlich am Buggen. Ist nicht die 1.8.1 wegen dem Shader und alles. Naja, egal. Dankeschön fürs Zusehen, Leute. Gebt einen Daumen oder einen Arm. Von mir aus auch. Wenn euch das gefallen hat. Ich bin jetzt erstmal hier weg. Sagt Dankeschön und tschüss.